Ostwestfälisch plätschernde Ruhe. Ja, hier in Gütersloh kann man entspannen. Innenstadtgestaltung auf höchstem Niveau und dieser Wasserlauf, ein Meisterwerk. Allerdings... Mir gefällt das. Aber wenn immer irgendwo in der Presse steht, ist wieder einer verunglückt. Ach, verunglückt. Die können einfach nicht aufpassen. Man geht halt über den ebenen Platz zum Wasserlauf und, ja, uneben wieder runter. Ist aber ganz einfach, verstehen sogar Behinderte. Ich denke, was macht der denn? Der fährt runter die Treppe da. Unsere Nachbarin ist da gefallen, hat sich Bein gebrochen. Es könnte passieren, wenn er ein Rechtsanwalt ist. Rechtsanwalt, bitteschön. Vor Gericht? Bei der einen Dame, wo wir jetzt die Entscheidung bekommen haben, die hat sich das Handgelenk gebrochen und hat da einen Dauerschaden von getragen. Und bei der anderen Mandantin, wo das Verfahren noch läuft, da war es ein komplizierter Ellbogenbruch und Verletzungen in den Kniebereichen, wo ebenfalls noch die Behandlung fortdauern. Im Namen des Volkes den schönen Wasserlauf einzäunen. Bei nur 7 Stürzen insgesamt muss man es positiv sehen. Die Stufen bringen Lebensqualität. Gütersloh ist in Bewegung, steht schwarz auf weiß im Masterplan der Stadt, von wegen Knochenbrüche. Vor allem der Berliner Platz ist mit dem Wasserband ein gutes Beispiel für erfolgreiche Umgestaltungen und Aufwertungen. Es muss was geschehen. Moment, ist doch was geschehen. Fragen Sie doch die Leute. Da sehen Sie da die Streifen. Rundrum sind die ja. Haben die wochenlang hier auf Knie gelegen und haben gefräst. Das ist ja Granit. Und deshalb sind die Stufen jetzt mit Sicherheit ganz sicher sichtbar, ihr Rechtsverdreher. Eins steht fest, dass die gesamte Stufenanlage baurechtlich komplett überplant werden muss. Die extra Rillen haben aber nur 10.000 Euro gekostet. Und überhaupt war die Stadt beim Bau ganz schön flüssig. Ich weiß nicht, was gekostet hat. 250.000 Euro. Nee, ne? Ja, das ist Verschwendung, das für mich. Für das bisschen hier, da kann ich mein ganzes Haus verbauen. Normal ist das nicht. Und jetzt überlegen die Stadtexperten sogar, ob sie überhaupt noch was ändern wollen. Um in der Zwischenzeit Unfälle an der Stufenanlage zu vermeiden, wurde entschieden, die Begehbarkeit der Stufen durch eine Absperranlage zu verhindern. Ach, so eine Absperranlage mitten in der Innenstadt. Einfach bezaubernd. Wieder so versucht, irgendwie mal was Schönes zu machen, schon geht's daneben, ne? 3 Jahre Wasserband in Gütersloh, eine fast feuchtfröhliche Erfolgsgeschichte. Gütersloh ist richtig in Bewegung.